Hallihallo, liebe Freunde, liebe Fans, liebe YouTuber, herzlich willkommen hier auf Thirsty's World. Mal eine Kleinigkeit zu den Kirchenaustritten. Normalerweise packe ich das heiße Eisen Religion ja nicht an, aber diesmal packe ich es an. Ja, immer mehr treten aus der Kirche aus. Thebats van Elst hat es ja gezeigt, dass die Kirche eben nur an eins denkt, und zwar ans Geld der anderen Leute dran zu kommen. Und ja, nun, was soll man dazu sagen? Bis jetzt hat sich die Kirche noch nicht gegen das kapitalistische System gestellt. Ganz im Gegenteil, die Vatikanbank macht ja da immer noch heiter, flockig weiter mit. Ne? Aber auch auf der anderen Seite, die sogenannten Protestanten, da wird auch eine schöne Augenwischerei betrieben. Nicht nur zuletzt die Frau Käßmann, die dann der Meinung ist, ja, wir müssen alle Flüchtlinge aufnehmen. Ja, da mag sie recht haben, dass es schlimm ist mit den Flüchtlingen, dass es auch schlimm ist in der dritten Welt, aber wir haben Armut hier genug. Wir haben ein System, das einfach nicht funktioniert, und dieses System sind wir nicht bereit aufzugeben, weil eine gewisse Herrscherschicht dieses System braucht, um uns zu unterdrücken. Und das hat nichts mit Demokratie und das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Schon gar nicht mit der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen hört spätestens beim Geld auf. Da hört die Würde des Menschen auf. Und die Religion hat ja die Würde des Menschen hochgeschrieben. Die Religion ist ja die Basis der Ethik, der sogenannten Philosophie. Das ist die Religion. Lange bevor es die Philosophie gab, gab es ja die Religion. Und die Religion hat ja das Gute im Vordergrund. Was die Menschen daraus machen, das sind natürlich immer die anderen Sachen. Ja, es ist schön, über die dritte Welt zu reden, und es ist schön, sich in eine Kirche hinzustellen und Spenden zu sammeln für die dritte Welt, aber steht nicht in der Bibel schon drin? Was siehst du, den Splitter im Auge des Nächsten? Zieh lieber den Balken aus deinem eigenen Auge raus. Ich weiß nicht mehr, welche Stelle. Müsste ich mal nachgucken, aber steht sogar drin. Ja, ja, das ist ja das Problem. Auch die sogenannten Evangelisten oder Protestanten, die Evangelisten übrigens vom Evangelium hergeleitet bei Luther, ne? Die Evangelisten haben ja das mit dem Evangelium, haben sie es nicht so. Weder die römisch-katholische Kirche noch die evangelische. Also da wird zwar in der Ökumene viel drum salbadert, aber mal richtig sich das durchgelesen hat es eigentlich so. Keiner. Naja, nichtsdestotrotz sind sie ja dran. Thebats van Elst hat eben über die Stränge geschlagen und muss jetzt bestraft werden. Nee, er hat nur das System umgesetzt, was er allenthalben gesehen hat. Egoistisch. Und was interessiert es mich? Vor allen Dingen, es sind Gelder, die niemanden wehtun. Die sind ja sowieso von der Kirche geklaut worden. Also warum soll er die geklauten Gelder nicht sinnvoll anlegen, es noch unters Volk bringen? Das ist doch besser, als wenn die da auf dem Konto vor sich hinrotten. Ja? Und nur Zinsen bringen. Aus einem System heraus, das Jesus selbst ja angeprangert hat. Zinsen. Normalerweise dürfen Christen Geld nicht gegen Geld verleihen. Das geht eigentlich nicht, aber was soll's. So Kleinigkeiten, da kann man ja drüber hinwegsehen. Ist ja auch nicht schlimm. Wobei natürlich das gesamte Wirtschaftssystem keine Kleinigkeit ist. Aber naja, da kann man ja, wie gesagt. Also nichtsdestotrotz, aus der Kirche austreten ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern vielmehr in die Kirche eintreten und dann sagen, so Freunde, jetzt müsst ihr aber euch mal ändern. Das kann ja nicht so weitergehen. Und dann übernimmt man eben die Kirche und setzt einen Pastor vor die Tür und sagt so, jetzt ist das unsere Kirche und nicht mehr eure Kirche, es ist unsere Kirche. Kirche des Volkes. Fertig, aus, Ende. Darauf wird wohl es letztendlich rauslaufen, alles auf eine nette kleine Revolution. Aber wenn wir uns nicht wenn wir einfach nicht die Hintern erheben, wenn wir einfach nur da dumm rumsitzen, dann passiert gar nichts. Dann passiert überhaupt nichts. Und genau das machen wir. Wir lassen uns da schön von der Politik schön klein halten und auch von den Kirchen. Lassen wir uns richtig schön klein halten, damit wir ja nicht auf die Idee kommen, es könnte ja auch noch mal was anderes geben. Man könnte ja was anderes machen. Man könnte ja ein Wirtschaftssystem machen, das wirklich funktioniert. Nee, das geht ja nicht. Ein Wirtschaftssystem, in dem die Leistung belohnt wird, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. In diesem Sinne also, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag und glaubt nicht alles, was die Leute euch erzählen. Genauso wenig wie ich. Also, macht's gut.